Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge haben wir ein ungewöhnliches Treffen zwischen der 18-jährigen Radomila und dem 40, ich habe nochmal nachgeschaut, 40-jährigen Ludomir belauscht. Und ja, offensichtlich bekommt Radomila für Ludomir und Nebula, ich weiß nicht mehr genau, für die beiden wohl ein Kind. Naja, ich habe mir jetzt mal die Zeit totgeschlagen. Ganz wieder zurückreisen wäre Quatsch gewesen für einen halben Tag. Und ja, schlafen kannst du jetzt ab 19 Uhr. Habe ich ein bisschen Stöcker gesammelt, einen Baum gefällt, einen Hasen gejagt, ein paar Bären gefuttert. Dann am Lagerfeuer da oben genächtigt. So, jetzt wollen wir doch mal schauen, wie das Ganze hier fortschreitet. Sie liegt natürlich hier immer noch im Bett. Ja gut, ich bin ja schon wieder vor 8:30 hier. Das ist jetzt auch hier unverschämt. So, sei gegrüßt. Ist dein Treffen gut gelaufen? Ja, alles ist in Ordnung. Ich werde jetzt meine Stimme abgeben, wie versprochen. Danke für deine Hilfe. Brauchst du sonst noch etwas? Heißt das, ich bin frei? Du veralberst mich nicht, oder? Hallo? Brauchst du sonst noch etwas? Ich habe alles, was ich brauche, zumindest für den Moment. Ich komme zurecht, mach dir keine Sorgen um mich. Hier, nimm diese Getränke. Ich habe den Rest Wein und Saft in ein paar Flaschen abgefüllt. Ich kann damit nichts anfangen. Sie würden mich nur an diese Enttäuschung erinnern. Pass auf dich auf, Radomila. Ich werde dich nie vergessen. Pass auf dich auf und denk daran, deine Liebe nicht an jemanden zu verschwenden, der sie nicht verdient. Ich nehme mal die drei. Wahrscheinlich ist verpetzt, aber na gut. So, und dann haben wir 43 Meter Biesbrav, mit dem wir hier noch reden sollen. Mal gucken, was er für uns bereithält. Der Nachsteller. Metern, dann muss er ja dahinter sein, oder? Nein. Der schleppt auch noch. So, worum geht es? Ich will nicht noch mehr Probleme. Ich habe gehört, du hast deine Stimme für die Wahl des Dorfvorstehers noch nicht abgegeben, werter Herr. Und das habe ich auch nicht vor. Ich werde gar nichts tun, solange mein Leben nicht wieder normal ist. Es ist ein Scherbenhaufen. Dieses Monster verfolgt mich und macht sich über mich lustig. Warum hat es ausgerechnet an meinem Lieblingsorten Gefallen gefunden und nicht an denen von jemand anderem? Es gibt keine Monster, vielleicht können dir ein paar Kräuter dabei helfen, dich zu beruhigen. Oder das ist das Senilste, das ich je gehört habe, alter Mann. Pack deine Sachen, wir suchen einen Heiler. Oh sicher, hier gibt es viele Monster und Feen. Ja, wie es aussieht, sollten wir eine Drachenschuppe für dich finden, um sie in Schach zu halten. Eins oder zwei, drei finde ich albern. Eins ist noch ein bisschen höflicher. Denkst, ich bin verrückt? Ich weiß, was ich gesehen habe. Ich lasse mich nicht von irgendwelchen Heilmitteln einlullen. Ich mag alt sein, aber meine Augen sind auch immer scharf wie die eines Adlers. Es ist wirklich wichtig, dass du deine Stimme abgibst. Das ganze Dorf wartet auf den letzten Stein. Hör zu, wenn du nicht willst, dass die Leute glauben, dass du den Verstand verlierst, solltest du vielleicht deinen verdammten Stein abgeben und ich verstehe, dass du Angst hast, aber du kannst nicht die ganze Wahl aufhalten. Nehmen wir mal die drei. Ah, lass sie warten. Du wirst nicht dafür sorgen, dass ich diese Sache so einfach auf sich beruhen lasse. Niemand könnte den Blick dieser Augen jeden Tag aufs Neue ertragen. Meine Stimmabgabe muss warten, bis sie weg sind. Das ist mein letztes Wort. Das verspricht ein schwerer Fall zu werden. Ich bereue es jetzt schon, heute aufgestanden zu sein. Keine Sorge, ich helfe dir, alter Mann. 3. Okay, sprich mit Spivoy oder Spivoy. Den ich hoffentlich auch hier im Dorf finde, ja, da hinten. Ach hier, der Fischer. Der Fischers Junge. 8 Jahre. Okay, guten Tag, Herr. Guten Tag. Du bist also das kleine Monster, das den alten Fischer drangsaliert? Monster? Meine Mama nennt mich manchmal so, wenn ich nicht ins Bett will, aber ich mache gerade gar nichts Schlimmes, ich spiele nur. Warum bist du nicht bei deinen Eltern? Wissen sie, wo du bist? Riechen tust du auf jeden Fall wie ein Monster, wo sind deine Eltern? Eins.
Die sind mit der Wahl beschäftigt. Außerdem ärgert mich meine Schwester Dobrochna andauernd und ich will nicht da sein, wo sie ist. Ich bin lieber hier. Was muss ich tun, damit du näher bei deinem Zuhause spielst? Du könntest meiner Schwester einen vergammelten Apfel ins Gesicht reiben. Das sollte reichen. Klingt verlockend, aber nein. Sie ist deine Schwester, ihr seid vom selben Blut. Man tut seiner eigenen Verwandtschaft nicht weh. Gewalt wird euren Streit nur verschlimmern, Junge. Und wie wäre es, wenn ich dir einfach den Hintern versohle, damit... Und damit ist die Sache erledigt. Ich nehme mal die 2. Dann bewege ich mich kein Stück. Mir gefällt es hier. Ich muss was Neues lernen und brauche Platz. Das werden wir noch sehen. Du bist zu süß, um die böse sein zu können. Also dir, nicht die. Ich komme wieder. Zum Glück habe ich keine Kinder. Ich nehme mal die 1. Na gut. Befrage Beatsbrach zum jungen Spyboy. Ja, Spyboy. Fragen wir den armen alten Fischer doch mal eben. Was ist? Wie es aussieht, kann dein Monster reden. Es ist ein kleiner Junge. Hättest du das nicht selbst herausfinden können? Das sagt sich so einfach. Es ist trotzdem ein Monster. Kinder sind gnadenlos. Mein eigener Sohn hat nie auf mich gehört. Er geriet in Schwierigkeiten, weil er gestohlen hatte und musste deshalb in der Armee des Fürsten dienen. Seitdem habe ich den Jungen nicht mehr gesehen. Jetzt ist er für immer und immer weg, seit Jahrzehnten schon. Er wäre auch kein guter Fischer geworden, aber wenigstens würde er noch leben. Ich habe es nie gewagt, noch einen zu haben. Also, wo war ich? Hast du den Jungen verjagt? Bist du dann bereit zu verschwinden, wenn ich seiner Schwester vergammelte Äpfel ins Gesicht reibe? Oder noch nicht? Ich wollte sicher gehen, dass es in deinem Sinne ist, wenn ich ein paar Manieren mit einem Stock einprügle. Ich ihm ein paar Manieren. Ich nehme mal die 1. Nein, nein, nein. Wage es nicht, diese Kinder anzufassen. Das sind die Nichte und der Neffe vom Dorfvorsteher. Ludomir würde meine Essensrationen streichen und mich aus meinem Haus werfen, wenn den beiden Rotznasen etwas zustößt. Die Regeln dieses Dorfes sind eindeutig. Respektiere deine Nachbarn, verletze oder störe sie nicht. Das schulde ich Ludomir. Ich kann nicht verlangen, dass er die Kinder seines Bruders bestraft, weil sie anstrengend sind. Wenn der Junge zu stur ist, kann das Mädchen die Situation vielleicht erklären. Oder dann gehe ich, unterhalte mich mit seiner Schwester und ich nehme ein paar Äpfel mit, nur für den Fall. Ich nehme mal die 1. Ja, ja, geh und rede mit ihr, aber seid behutsam. Sie ist mit jemandem wichtigen verwandt, glaube ich. Hä? Okay, das passt nicht so ganz zusammen. Gut, dann schauen wir mal. Wäre ja schön, wenn wir diese Wahl hier jetzt mal zu einem glücklichen Ende bringen können, oder zumindest zu einem Ende. So, Dobrochna, ja, dich kennen wir ja schon, scheinst den Wein nicht so gut vertragen zu haben. Guten Tag, Herr, guten Tag. Du musst Zyvois Schwester sein. Weißt du, warum dein Bruder so viel Zeit von zu Hause entfernt verbringt? Es ist seine eigene Schuld, er hat's verdient, meine... Kannst du da jetzt mal aufhören? Ja, du bist schwanger, überanstreng dich nicht. Er hat's verdient. Meine arme Balbina ist verloren wegen ihm. Das werde ich ihm nie verzeihen. Unsere Eltern waren auch wütend, weil sie ihm gar nicht erlaubt haben, das Dorf zu verlassen. Er ist jetzt auf uns alle wütend, weil unsere Eltern uns verboten haben, das Dorf zu verlassen. Er gehorcht nicht und kommt jetzt nur selten nach Hause. Er gibt mir die Schuld für alles. Gibt es irgendeine Möglichkeit, dass ihr zwei euch wieder vertragt? Geschwister streiten sich andauernd und sie vertragen sich wieder, kommen darüber hinweg. Ich nehme mal die 1. Ich verzeihe ihm, wenn Balbina zurück ist. Sie ist mein Lieblingsspielzeug. Ich vermisse sie ganz doll. Ich könnte nach ihr suchen. Wann wurde sie zuletzt gesehen? Oder wieder eine Besorgung? Natürlich, wie sieht sie aus? Verzage nicht, meine kleine Prinzessin. Deine treue Balbina wird schon bald wieder an deiner Seite sein. Verrat mir nur ein paar mehr Details. Wir gehen mal die ausführliche 3. Ne? Sie ist eine kleine Stoffpuppe. Zyvoi hat sie über die Felsen, über den Plantagen gesprungen. Zyvoi ist über die Felsen, über den Plantagen gesprungen, als er sie verloren hat. Er sagt, irgendein Heulen hätte ihn erschreckt. Da muss er sie verloren haben. Richtig, ich hoffe, sie wurde noch nicht gefressen oder in Stücke gerissen. Ich werde sie finden, ich werde Berge versetzen, um sie dir heil zurückzubringen. Hier reicht mal die 2. So, ich muss beide von dem Gehampel hier weg, da bist du ja bekloppt. So. Das in Anführungsstrichen Geheile, also Geheule, hat doch
nichts Gutes zu bedeuten. Tippe ich mal drauf. Haben das Spiel ja nicht gerade erst gestartet. Tippe ich mal darauf, dass ich mich mit ein paar Wölfen rumschlagen muss hier. Mal ganz kurz auf die Map. Kraxeln da mal einmal hoch. Noch sehe ich keine Wölfe. Ich bin noch nicht so ganz im Zentrum. Wird ja sicherlich irgendein deutlicherer Hinweis kommen, oder? Da, verlorene Puppe. Nur einer ist. Oh, den braten ja nicht so ganz, ne? Der wollte gerade weglaufen, nein. Gut. So. Okay, gib mir mein Pfeil wieder. Sollte passen. Aber ich muss irgendwo noch einen Pfeil rumliegen. Bin ich auf ihn zwei geschossen? Oder liegst du auf dem zweiten? Das kann natürlich auch sein. Dö. Wieso habe ich denn jetzt gleich zwei Pfeile weg? Egal. Verlorene Puppe. Nehmen. Gut, abliefern an Dobrochna. Interessante Nester hier. So, bricht er nicht den Hals dabei. War schon richtig. Servus. Na, Papa in Spe. So, ich glaube, das war ja ganz hinten. Ich hoffe, die Zappeltante ist da jetzt weg. Warum ist sie denn jetzt da? Moin. So, guckst du. Hallo, ich glaube, das hier gehört dir, Kleine. Das ist sie wirklich. Aber Igitt, Balbina braucht ein anständiges Bad. Sie stinkt schlimmer als unser Fisch an einem heißen Tag und sie ist klebrig. Ich vergebe Spüvoi. Ich werde ihn nicht mehr ärgern, er kann zurückkommen, wenn er will, aber ich glaube, das macht er sowieso nicht. Warum das? Ist er nicht wegen eures Streits weggelaufen? Ist er, aber er will trotzdem ein Fischer werden. Er kommt nur zum Schlafen nach Hause und verschwindet bei Tagesanbruch. Was halten eure Eltern davon? Oder, aber er ist doch noch ein Kind. Ich nehme mal die Eins. Die interessiert nur, dass wir versorgt und sicher sind. Seine Entscheidungen nehmen sie hin. Aber warum sollte sie etwas anderes kümmern? Sie eure Eltern sind? Aber gut, egal. Wir können machen, was wir wollen. Es gibt ein paar einfache Regeln, wie ärgert niemand, tut niemand weh, stehlt nicht, geht nicht zu weit vom Dorf weg. Geratet nicht in Gefahr, nicht... schon gut, ich habe verstanden, das reicht. Nicht anderer Leute Zeit verschwenden, mach's gut. Ich liebe es, wie schrullig ihr alle seid, aber ich muss los, pass auf dich auf. Ich nehme mal die Eins.
Gut, sprich mit Spüvoi. Der Kollege ist da hinten noch am Fischen. So, dann nehmen wir mal ein Bad. Oh. Holla, Entschuldigung. Ja, kaum unerwartet. Was ist denn jetzt? Nö, warum hast du denn die Puppe jetzt weggepackt? Gut, das ist vielleicht für dein Ansehen auch ein besseres Thumbnail. So, mein Junge. Hallo. Ich habe die Puppe deiner Schwester gefunden. Sie ist dir nicht mehr böse. Ist das wirklich wahr? Du hast das Unmögliche geschafft. Ich war sicher, sie wäre im Bauch von einem Wolf gelandet. Vielen Dank, ich kann wieder mit meiner Schwester spielen. Sie ist nicht nachtragend. Du kannst endlich nach Hause zurückkehren. Ganz genau, lauf nach Hause, Fischjunge. Lauf wie der Wind. Keine Ursache, Rotznase, jetzt verzieh dich und dann kommen wir nicht mehr in die Quere. Wir machen mal die Eins. Aber ich will nicht in meinen Alltag zurück. Fischen ist viel interessanter als das Arbeiten auf den Feldern und in den Plantagen. Das werden deine Eltern entscheiden. Unsinn, die Landwirtschaft ist viel interessanter und lohnender, als Fische mit einem Stock zu pieken. Willst du nicht lieber spielen? Osteuer ist so entspannt, du könntest das wahrscheinlich machen, bis du 30 bist. Ich nehme mal die Drei. Spielen ist für Kinder, ich bin zu erwachsen dafür. Genau. Ich will einfach nur ein Fischer sein. Das ist meine neue Bestimmung. Ich dachte, es würde reichen, wenn ich dem alten Fischer nachmache, aber es ist wirklich schwierig. Er beobachtet mich manchmal, aber er kommt nie näher. Ich glaube, das ist vielleicht irgendein geheimer Fischertest, den ich bestehen muss. Eigentlich möchte er wirklich nur nicht in deiner Nähe sein, deswegen hat er mich darum gebeten, dafür zu sorgen, dass du gehst. Wietzfraff ist ein alter Mann und er sollte nicht gestört werden. So ist das in eurem Dorf geregelt, oder nicht? Ich nehme die zwei. Ah, ist es. Dann nimm du diese Werkzeuge, ich brauche sie nicht mehr. Wie du meinst, endlich, wer hätte gedacht, dass es so schwer ist, die Träume eines Jungen zu zerschlagen? Blödsinn. Hey, ich wollte nicht, das bedeutet nicht, dass du nicht. Ach, pass auf dich auf. Gut, abliefern an Beatsbrav. Wo ist er? Da hinten. Ja, er hockt hier noch. Was ist? Der Junge wird deine Lieblingsorte nicht länger aufsuchen. Deine Qualen sollten jetzt ein Ende haben. Das ist Musik in meinen Ohren. Tausend Dank. Ich kann endlich zum Tagesgeschäft zurückkehren. Ich habe ohnehin schon genug Zeit verschwendet. Du scheinst ein Händchen für Kinder zu haben. Ich hätte keinen besseren für diese Aufgabe finden können. Es ist nicht schwer, man muss nur zuhören. Er hat mir etwas von deiner Ausrüstung zurückgegeben. Ich brauche nur deine Stimme. Ich kann Kinder nicht ausstehen. Nö, wir nehmen die Eins. Was meinst du damit? Gestohlen hat er auch noch? Warte, das gehört mir nicht. Die Ausrüstung ist winzig, wie für ein Kind gemacht. Hat er sie wahrscheinlich selbst gemacht. Der Junge hat darüber nachgedacht, Fischer zu werden. Deswegen hat er dir so genau zugesehen. Er wollte nur lernen? Ich muss ihn zurückholen. Sag ihm, er soll zurückkommen. Ich muss mit ihm reden. Gerade hast du noch gesagt, ich soll ihn loswerden. Mein Teil ist getan. Jetzt bist du selbst an der Reihe. Nein, gib deine verdammte Stimme ab sofort. Ich glaube, es wäre wirklich das Beste, wenn ihr beide endlich selbst miteinander sprechen würdet. Also die Eins. Richtig, natürlich. Ich werde meinen Teil tun und sofort abstimmen, wie versprochen. Und kümmere dich nicht weiter um Zyboy. Ich rede selbst mit ihm. Er scheint anders zu sein als die anderen Kinder in seinem Alter. Das ist er wirklich. Ich glaube, ihr beide könntet euch gut verstehen. Kreischende Halbmenschen. Nö, die Eins. Erstatte Bruni mir Bericht. Sollte das jetzt eventuell der Abschluss dieser Quest sein? Bruni mir, wo bist du? Da bist du ja. So, hallo. Die verbliebenen Dorfbewohner sollten ihre Stimme bald abgeben. Das sind großartige Neuigkeiten. Ich fange sofort mit den Vorbereitungen an. Das ist so aufregend. Zum ersten Mal wird die Auszählung der Stimmen von Bedeutung sein. Vielen Dank. Du bist ein wahrer Freund Osteuers. Besuch uns in der nächsten Jahreszeit wieder, um die Ergebnisse der Wahl zu erfahren. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Wir sehen uns. Das würde ich um nichts in der Welt verpassen wollen. Ich werde darüber nachdenken. Wir bleiben höflich, wir nehmen die Eins. Ja gut, warte auf die nächste Jahreszeit.
Die ist ja auch schon am nächsten Tag, aber das heißt ja nicht, dass wir zwingend am nächsten Tag hier wieder auftauchen müssen. Ich würde sagen, für diese aufregende Folge, viel Gequatsche, kommen wir zum Ende. Ich bedanke mich immer recht herzlich für euer Interesse. Dann hoffe ich, dass ihr in der nächsten Folge, wenn wir uns mal wieder in unserem eigenen Dorf umschauen, wieder dabei seid. Bis dahin.